Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, Part 10 von mir auf 94. Es tut mir leid, aber nachdem ich diese 10 Minuten aufgenommen habe, nachdem das Spiel abgestürzt ist, habe ich vergessen, dass ich schon 10 Minuten aufgenommen habe. Deswegen war das jetzt Part 8 und 9. Ansonsten wäre das ein 25 Minuten Part gewesen und darauf hätte ich keinen Bock, tut mir leid. Passt, ne? Ihr bekommt eh noch viel zu viele Parts irgendwann. Außerdem auf 5 Minuten. Das wird schon irgendwann wieder. Die habe ich gerade so aus dem Blickwinkel gesehen und Pomanda bekommen. Toll. Jo. Und dann werden wir auch bald rausfinden, warum das Spiel Assassin's Creed Brotherhood heißt. Denn, ja, okay, ich sag das jetzt nicht. Vielleicht kennen manche das Spiel ja doch noch nicht. Il Campidoglio. Ach ja, hier sollen wir auch hin. Also weiter. Ah, diese... Oh, sorry. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, deswegen... Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Aber noch werden wir ja nicht gesucht. Gesucht her. Finde ich gut, gefällt mir. Und ab hier rüber. Wohin auch immer, denn ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hin soll. Vielleicht soll ich mir das mal markieren. Dann sagt ihr mir auch, ob ich hoch oder runter soll. Zack. Und ich muss auf dieser Höhe bleiben. Jetzt muss ich hoch. Toll. Wie komme ich hoch? Weiß ich nicht. Oh, halt, Entschuldigung. An wen denn? Ja, an Florin, bel signore. Nur einen. Alter, ich glaube, der redet gerade echt von mir. Weil die ganze Familie ausgelöscht und so, ne, passt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Niccolo, was hast du? Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Ja. Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Ich wette, er ist tot. Ah, zum Glück muss ich nicht selber aufsitzen, das kriege ich nämlich nie hin. Wer hat Post? Machiavellis Kontaktperson treffen und den Brief nehmen, der er bei sich trägt. Volle Synchronisation. Den Borgia-Kurier in weniger als einer Minute fangen. Ja, gut, dass du schon spoilerst. Pissdingen. Wer ist er? Ja, du mach einfach mal alle aus dem Weg, dann brauche ich das nicht machen. Finde ich gut. Palazzo Senatorio. Ja, hast zum Lesen wieder eine Glyphe, wie es aussieht, oder irgendwelche Hinweise? Ein Hinweis, ein Hinweis. Oh, wir hätten uns auch direkt einen Marker setzen können. Auch okay. Da war irgendwas. Eine Flagge. Tempio di Vespasiano. Doch, Vespasiano. Habe ich alles noch nie gehört. Außer vielleicht Vespe. Mehr nicht. Oh Gott. Acco di Settimio Severo. Wieder was zu lesen, bla. Viel zu viel. Rom hat viel zu viel Zeug. Oh, da, das Kolosseum. Das weiß ich aber. Zumindest. Du darfst nichts ausliefern. Acco di Titi. Nein, Tito. Fuck! Acco di Tito. Der Titusbogen. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht narren. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Ich weiß das nicht. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen.
Er wollte die offizielle Post des Vatikans stehlen. Perdonatemi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Oh. Okay. Ey, du dummer Assi. Ach komm, den triffst du doch eh nicht. Grazie. Oh, jetzt hat man's nicht gesehen. Der Kurier hat den Brief noch. Hm. Ezio, stoppt ihn. Trefft mich bei den Thermen. Da ist der Borgia-Kurier Colosseo. Der, mal angucken, wieder ein Hinweis, eine Glyphe, ich weiß es noch nicht. Aber es sieht aus wie eine Glyphe wegen des Augen. Wegen des Auges? Wegen dem Auge, weiß ich nicht. Das ging schnell. Verschlüsselter Romulus-Brief. Öffnen oder angucken. Okay, 5. Ich würde sagen, das ist... Nee, das sagt mir jetzt nicht wirklich was. Ansonsten hätte ich gesagt, das wären Buchstaben. Aber 34 gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Und 67 auch nicht, 48 auch nicht. Hm, nee, sagt mir nichts. Vielen Dank dafür. Na, ich hätte ihn jetzt noch töten können. So, wollen wir uns direkt das Neue markieren, damit wir wissen, wohin. Die Richtung. Und dann müssen wir mal irgendwann gucken, wann wir die Aussichtstürme machen. Das haben wir, glaube ich, auch im ersten Dingens recht spät gemacht. Glaube ich. Verschlüsselter Borgia-Brief erhalten. Und vielleicht sollte ich immer erst raus. Ah, geht schon. Das war ja praktisch. Mit Ü. Direkt mal einen auf den Kopf springen. Ach, schade. Hätte ja klappen können. Nehmen wir doch direkt die Treppe nach oben. Oh, 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 an diesen Platz kann ich mich noch erinnern. Wenn jetzt ein Geheule kommt, ne? Terme di Traiano. Ja, so halb. Ich weiß es nicht. Esquilino. Und was gibt's noch? Gar nichts, gut. Wenn jetzt Geheule kommt, dann kann ich mich noch an diese Stelle einigermaßen erinnern. So, was gibt's denn hier Schönes? Wieder einen komischen Marker. So, Crepi il Lupo, den Brief zu Machiavelli bei den Traias Thermen bringen. Volle Synchronisation, keine Gesundheit verlieren. Versuchen wir eh. Ja, was sag ich? Höhlenmenschen? Oh, gut. Ich hätte jetzt schon fast Gesundheit verloren. Okay, Messer gegen Messer. Okay, jetzt der. Oh Gott, ich weiß nie genau, wann die angreifen. Oh, es war so knapp. Alter, ich will keine Gesundheit verlieren. Ich wette, die haben dann nicht mal Geld bei, wenn ich die ausraube. Ich glaube, ich bin ja froh, dass das einigermaßen leicht ist, die zu kontern. Ich bin ja froh, dass sie einigermaßen doof sind, anzugreifen. Okay, komm. Und wenn ich jetzt bei dem fehle, ne? Das wäre ja so mies. Ja! Anhänger des Romulus. Scheint wohl irgendein Typ zu sein, der Romulus. Okay. Wo kamen diese Mörder nur her? So, direkt mal ausrauben. Diese Mörder. Ja, ich sag ja, die haben kaum Geld bei. Aber trotzdem, Zeug bekomme von denen trotzdem. Einfach mit B gedrückt hier lang rein und fertig. So, wir haben schon unser erstes Einkommen. 48 Florin. Ist natürlich... nicht so viel, dann die Anhänger hier mehr bei.
Aber, ja, das wird in der Zeit immer mehr natürlich. Wie schon im ersten, beziehungsweise zweiten Teil. Also im vorherigen. Und ja. Irgendwann gehört uns eh ganz Rom. Logischerweise. Und der Rest kann mir jetzt eh nur noch Geld geben, deswegen irgendwie doof. Aber hey, man bekommt eine ganze Menge. So, dann hat der, glaube ich, noch was. Und der links und... Ach so, der links ist ein Ascherhaufen. Okay. Dann wollen wir mal hier rein. Jo, interagieren. An das Ding kann ich mich auch noch erinnern. Ich dachte, das wäre so in der Mitte. Vielleicht war es ja so in der Mitte von dem, was ich so gespielt habe. Also, habe ich irgendwie nur so 2-3 Stunden gespielt und dann habe ich aufgehört. Na, aber irgendwie kann ich mich an das alles noch ziemlich gut erinnern. Außerdem wollte ich eigentlich Spanisch lernen, aber ich habe mir das angeguckt und ich fand das so scheiße, dass ich das Buch wieder zugeklappt habe. Du bist da drin gefangen. Toll, hast gut gemacht. Die Hallen von Nero. Den Schrein des Romulus finden. Volle Synchronisation. Die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Nein, das werden wir nicht schaffen. Denn wir gucken uns um. Vielleicht mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, aber wenn, dann möchte ich sowas nur machen, wenn wir auch wirklich Zeit haben, den ganzen Mist und den ganzen Mist schon kennen. So, da haben wir schon das erste zum Lesen. Neros goldenes Haus, was gar nicht mehr so gold ist. Okay, hier hoch, ne, ist ja noch recht klar. Dann, ach doch, da war sogar richtig. Zack. Festhalten tut er sich eh von alleine. Dann darüber. Ist ja noch recht klar, deswegen denke ich mal nicht, dass ich mich beschweren muss wegen den Minuten. B drücken zum Interagieren. Locker, locker. Und was? Oh, das sieht brüchig aus. Ich denke mal, das bricht ein. Irgendwie sowas war da, glaube ich. So, weiter rüber. Nächstes Ding. Jo, es steigt aber nur sobald einer angeht. Also das muss irgendwie so Wasser sein, was sich gegenseitig neutralisiert. Außerdem, da kommen schon so kleine Luftblasen raus, wie man gerade gesehen hat. Ich denke mal, das stürzt ein. Wäre logisch. Na, weiter nach links, nach oben, nach links und A. Siehst du, und das hätten wir auch ohne das virtuelle Training hinbekommen. Das virtuelle Training ist so scheiße, aber wenn ihr das gerne sehen wollt, dann kauft euch das Spiel. So, eiskalt. So, da seht ihr diese kleinen Luftbläschen, die da rauskommen. Also, das Ding wird wohl nicht allzu lange halten. Siehst du, den Sprung schafft er jetzt, ne? Aber gerade beim Aussichtsturm, nee. Mach ich nicht. Schaffe ich nicht. Ist doof. So. Und das vierte Ding geht an, das Ding steigt und der Wasserspiegel sinkt. Was? Ah, da sinkt der Wasserspiegel. Ist ja auch gar nicht laut, ne? Okay, die unterirdischen Ruinen erkunden. Natürlich. Ich meine, wir können da ja jetzt ganz locker runter, ne? Ich meine, ist ja Wasser. Kann ja nichts passieren. Hat da jetzt auch keiner gesehen? Ist da wer? Nein, da ist eine Zurtür. Eine geschlossene Tür, keine Zurtür. Zu wäre falsch. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier drin mal gucken, was hier so gibt. Hier ist nichts. Hier. Jo. Hier kann man einmal links und einmal rechts. Deswegen gucken wir erstmal rechts. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Links ist hier nichts. Da ist eine Flagge. Toll. Aber dass der jetzt auch so viel bringt. Und dann irgendwann, wenn wir Zeit haben, können wir das ja... Ah, okay. Hab's verstanden. Wir müssen rechts.
Wenn wir mal irgendwann Zeit haben, dann können wir das ja mit dieser Zeit noch abschließen. Aber jetzt schließen wir erstmal den Part 10 ab. Oh, der erste zweistellige Part, habe ich gar nicht erwähnt. Naja, übrige Zeit, 5 Minuten 11. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Und warum ist dann Ausrufezeichen bei Animus verlassen? Naja, da muss ich auch nochmal kurz nachgucken. Bis dann.